Du bringst ihn sofort rein, oder? Ich bin für das Institut hier nicht für dich. Ach, fick dich. Es gibt eine Menge Sachen, die ich lieber gemacht hätte, als deine Scheiße hier auszubügeln. Hey, ich bin nur hier, um zu helfen. Gern geschehen. Ja. Du bringst ihn sofort rein, oder? Oh ja. Ich will nicht, dass er sich noch mal anders überlegt. Wir sehen uns im Institut. Kommt der raus, oder? Ne, die chillen jetzt erstmal hier. Ja, da unten waren wir schon mal drin. Wir wissen ja, dass sich die Türen wieder neu verschließen, aber dennoch werde ich noch mal runtergehen. Aktivierung. Sprich mit Vater. Okay. Wie schön. Jemand mit der Haarklammer umzugehen. Ja, hier waren wir schon mal drin. Kann ich mich dran erinnern. Aber gibt dir was zu holen. Deswegen wieder nach oben. Gut, dann würde ich sagen, klären wir die Situation mal hier draußen, weil das wird jetzt tricky, weil das ist ja schon die Minutemen, den pinkeln wir gerade ans Bein. Auf jeden Fall den komischen Leuten, die hier sind. Dem wird das nicht gefallen. Was? Ja? Hallo, Sir. Wer ist jetzt hier der Anführer von euch? General. General, ich bin der Anführer. Ja? Klar bin ich der General. Anführer. Aber das meine ich nicht. Hallo, Sir. Ich habe gedacht, ich kann Ihnen jetzt erklären, was hier abgeht, aber anscheinend nicht. Anscheinend war es das. Oh nein, die Bruderschaft! Wir machen die Bruderschaft kalt, ja? So, da leben aber bestimmt noch irgendwelche Schweine der Bruderschaft. Jetzt machen wir alle kalt, verdammt. Wo sind die Überlebenden? Keine Überlebenden? Ja, so sind wir nämlich. Wir killen die Bruderschaft. Ich habe ja schon immer das Verlangen gehabt, wenn ich die Dinger sehe, die direkt aus dem Himmel zu holen. Und jetzt kann ich es endlich. Das finde ich wunderschön. Ja, und ich sehe gerade, ich habe die ganze Zeit 20 FPS. Das heißt, das ist für euch nicht wunderschön anzusehen. Das heißt, ich guck mal, dass ich ganz schnell hier wegkomme. Jetzt habe ich. Das meine ich, es hat sich nichts geändert. Und gerade waren es 30. Und was nervt hier so? Danke. So, jetzt heile ich mich noch eben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, für mich ist es ja normal. Ihr müsst euch das ansehen. Und das stört mich daran. Ich kann normal spielen, aber ihr wollt es ja auch normal sehen. Ja, ich schau mal, wie schlimm es ist. Ich meine, neu aufnehmen ist jetzt kacke, weil ich zwischendurch gequicksaved habe, aber ich guck mal rein. Also, ich habe gerade mal reingesehen und es ist natürlich nicht schön, aber man kann es noch sehen. Sonst hätte ich jetzt überlegt, die Aufnahme von da nochmal neu zu starten, weil sowas ist echt unschön und ich kann es nicht wirklich verhindern. Das kommt total random, je nachdem, wo ich gerade im Spiel bin. Aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Wie gesagt, ist Geschichte. Wo ist eigentlich der Kinderbot hin hier? So. Mister. Ah, da bist du ja. Mister Sean. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Daran wird ja schon lange gearbeitet. Wann wird alles fertig sein? Bringen wir also den Rest über die Bühne? Vielleicht liegt es daran, dass ich die einzige Person bin, die wirklich arbeitet. Ich helfe dem Institut gern. Nee, so ist es nicht. Ihr seid meine erste Wahl. Ihr seid nicht die Wahl, die ich genommen hätte, wenn es bessere gibt. Bist du noch da? Ja, bin ich. Noch. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist das Beste von dem, das da war. Das heißt nicht, dass ich eure Sache voll und ganz unterstütze. Ja. Daran wird ja schon lange gearbeitet. Wann wird alles fertig sein? Dürfte nicht mehr lang dauern. Der Bereich Anlagen hat alles im Griff. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Von was für einer Bekanntmachung sprechen wir? Klar, weil niemand da oben vermutet, dass es das Institut gibt. Ja, aber das soll doch wohl ein Witz sein. Eine gute Idee, hoffentlich können wir Gewalt verhindern und ihre Leben retten, ja. Von was für einer Bekanntmachung sprechen wir hier? Einer öffentlichen Bekanntmachung für das gesamte Commonwealth.
dass mit dem Institut nicht zu spaßen ist. Als zukünftiger Direktor fällt diese Aufgabe natürlich dir zu. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Das passt mir gerade gar nicht. Dass mit dem Commonwealth nicht zu spaßen ist? Jetzt klingen wir wieder wie so eine Mördertruppe und das ist nicht der Plan. Ja, jetzt hat er mir das Ding gegeben. Ich weiß einfach nicht, was da drin steht. Diverses. Abschied. Meldung. Meine große Schwester, Atomic. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie das Ding heißt. Verdammt nochmal. Eddie Winter. Synthetische Wahrheit. Flughafen. Ja, ich glaube, das kann dauern, bis ich den Scheiß gefunden habe, ja. Irish Pride Schlüssel. Notizen. Heißt ja wahrscheinlich Rede oder so. Nachricht, Notiz. Ich meine, er hätte uns jetzt gerade eine Rede gegeben. Ich glaube, er hat uns eine Rede gegeben, ich weiß es aber nicht. Und Pam hieß der Roboter, ich habe den Namen gerade gelesen. Wir gucken mal, wo war der letzte Quicksave? Vor ihm. Das nehmen wir mal. Ich will gucken, ob er uns wirklich ein Manuskript oder so gegeben hat. Oder ob wir das Gespräch vielleicht sogar noch ändern können. Ah, da bist du ja. Aha. Ich kann nicht mit. Ja. Wir sollten... Ja, das wäre mir eigentlich jetzt doch ganz lieb, weil wir hören mal, was, wie es dann sich entwickelte. Das soll doch wohl ein Witz sein. Absolut nicht. Du wirst der neue Direktor des Instituts. Du bist die einzige logische Wahl für so eine wichtige Aufgabe. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Ja, das kennen wir ja schon. Skript für die Durchsage. Okay, Skript. Skript. S wie Sex. Skript. Skript, wo bist du? Verdammt. Skript. Skript. Bewohner des Commonwealth, seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert, um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das drastische Maßnahmen. Seid beruhigt, denn die Zukunft ist sicher und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Ja, wie gesagt, hier wird es Menschheit geben, klar. Nur meine Hoffnung ist halt, dass es auch nach oben geht, gerade wenn wir das Institut leiten. Vielleicht können wir jetzt auch selber hier noch Sachen richten in der Rede. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind, das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Ahaha. Eure neuen Herren. Oh, Scheiße. Ja. Ja, wir sind da, um zu helfen. Ich weiß nicht, also... Wir sind die Zukunft und wir sind da, um zu helfen. Ich weiß nicht. Ja, wir sagen was Eigenes. Da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... sinnlosen Anstrengungen, persönlichen Freiheit, jämmerlichen Existenzen, täglichen Aufgaben... Ja, in eurer persönlichen Freiheit, würde ich sagen. Persönlichen Freiheit? Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... unnötige Schwierigkeiten für uns alle, eine Tragödie für alle, eure totale Auslöschung, drastische Maßnahmen, ja.
unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... Sieht strahlend aus, liegt unter euch, kontrolliert... Oh, scheiße. Sieht strahlend aus. Ja, ich weiß nicht, das klingt so abgefuckt. Kontrolliert ihr nicht? Ist sicher, würde ich sagen. Ist sicher. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Mal sehen, ob der mad as fuck ist, ja? Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Also, da waren wir ja noch nie. Was hast du in Diamond City vor? Ich gehe, wenn es sein muss. Es muss doch jemand anderen geben, den du da hinschicken kannst. Ich könnte frische Luft vertragen, ja. Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem Ende der Rede nicht zufrieden. Es ist strahlend, das klingt so... Ich finde, es klingt irgendwie ziemlich... Keine Ahnung, als wenn es von einer Frau käme. Von so einer Schwangeren. Die strahlen ja auch, sagt man. Nein, ist sicher und wird unter uns aufblühen? Ich weiß nicht, wie man das alles deuten kann. Ja, dann... Hast du von der kleinen Schlacht zwischen der Bruderschaft und dem Institut... Ja, das Ding ist, ich habe ja gerade eben so die Rede ein bisschen verändert und das auch schon am Anfang gehofft und dann später auch vermutet und hat sich bestätigt. Ich meine, wir sind der Anführer des Instituts und zu der Sache, das habe ich mir anders vorgestellt. Das ist es ja. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber ich bin ja jetzt auch an der Macht. Wir sind jetzt an der Macht. Wir sind jetzt der Leiter des Instituts und ja... Wenn ich sage, wir sind eine bessere Bruderschaft, dann sind wir das. Gut. Ja, so kann man sich das Spiel zurechtbiegen. Ist jetzt besser, oder? Ich bekomme längst nicht mehr so viele Beschwerden. Ja, aber warte doch mal. Ich muss unbedingt diese Teile finden. Ich weiß doch gar nicht, was ich für Teile brauche. Die hier? Radio. Was? Das muss ich mir nochmal ansehen. Radio-Ding. Ist doch unter Diverses. Radio. Radio-Ding mit Drehschaltern, Radio-Ding mit Knöpfen, Radio. Klasse. Ja. Okay, versuchen wir das. Ah, kommt das vielleicht hier hin? Ah, ich muss selber das Zeug machen. Okay. Okay, rein damit. Nee. Da kommt das Radio-Ding mit... Geh weg! Da kommt das Radio-Ding mit Knöpfen hin. Und hier kommt das Radio-Ding mit Röhren hin. Ist doch logisch. Oh, hey. Wie geht's dir? So. Ist das nicht richtig? Scheiße. Ich bin total überfordert. Ja, Datenaufgabe, konfiguriere den Sender neu. Das war anscheinend nicht richtig, ja?